Hallo zusammen, mal wieder ganz herzlich willkommen zu unserem Mittwochsimpuls unterwegs in Haiger. Und auch ich bin heute wieder unterwegs und Sie können es sehen, ich stehe vor der alten Kapelle in Langenaubach, vor der dann auch wie jedes Jahr, auch dieses Jahr der Weihnachtsbaum steht, wunderbar beleuchtet und uns sagt, es ist bald soweit. Weihnachten steht vor der Tür. Wir haben den vierten Advent gefeiert am vergangenen Sonntag und wir bereiten uns auf die heilige Nacht vor. Und was könnte uns besser darauf vorbereiten, als auch ein wenig Musik? Kommt doch mal mit. Stiftshütte. Und dann, wenn sie weiterziehen sollen, sollt ihr laut trompeten. Wenn aber die Gemeinde nur so zu versammeln ist, sollt ihr nur blasen, nicht laut trompeten. Es sollen aber blasen mit den Trompeten die Söhne Aarons, die Priester. Desgleichen, wenn ihr fröhlich seid an euren Festen und an euren Neumonden, sollt ihr mit den Trompeten blasen bei euren Dankopfern, dass sie ein Erinnerungsopfer vor Gott seien. So spreche ich Gott, der Herr. Die Trompeten, sie waren also da, um zum Teil zum Krieg auch aufzurufen, wenn man zusammenkommen musste mit dem Herrn, aber auch eben um zu feiern, um die Gemeinde zu versammeln, um Gottes Wort zu hören und zu untermalen. Und auch heute noch dient die Musik dazu, dienen Trompetenklänge dazu und Posaunenklänge. Und ich muss sagen, wenn ich so ans letzte Jahr denke und auch an dieses Jahr, da hast du, Burkhard, uns mit deiner Trompete tatsächlich die Advents- und Weihnachtszeit versüßt. Du warst an ganz unterschiedlichen Orten, hier in Langenaubach und in Flammersbach. Und man hat deine Musik
weit gehört, soweit sie der Wind getragen hat, und dann durfte uns doch, auch wenn wir uns nicht treffen durften, ein wenig weihnachtlich ums Herz. Und dafür ein ganz herzliches Dankeschön. Da merken wir eben, wie sehr Musik berührt und es schafft, die Botschaft weiterzutragen, auch wenn wir gerade zum Beispiel keine Gottesdienste feiern dürfen. Und deswegen hören wir auch jetzt noch einmal ein Stück Musik. Bleiben Sie behütet.